Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit besteht darin, ganzheitliche Lösungen für unsere Partner und Kunden anzubieten. Wir gehen dabei von der Konzepterstellung über die Entwicklung von Software und Hardware zum Prototypen hin bis hin zur Anwendung dieser Prototypen im Feldversuch beim Kunden oder beim Partner vor. Was wir noch machen, wir entwickeln Software ganz spezifisch, die wir dann übergreifend in mehreren Projekten einsetzen. Die stehen dann als Bibliotheken den Kunden zur Verfügung. Wir machen Durchführbarkeitsstudien und technische Machbarkeitsstudien. Wir machen Prozessinnovationen, wobei die Durchführbarkeitsstudien im Prinzip immer einen Produktbezug haben. Da geht es darum, technologische Überlegungen anzustellen, welche Produkte man im Verlauf in Projekten mit den Kunden weiterentwickeln kann. Und Prozessinnovationen greifen eben Fertigungsprozesse beim Kunden auf. Und diese Fertigungsprozesse werden dann entsprechend durch uns konzeptionell weiterentwickelt. Oder auch werden neue Technologien beim Kunden in die Firma hineingebracht. Was wir noch machen und was auch ein ganz großer Anteil in unserer Gruppe ist, ist die Entwicklung von Handhabungstechnik, von Großmanipulatoren, von Großrobotern. Da liegt der Fokus im Prinzip in einem maschinenbaulichen Bereich. Wir entwickeln sowohl die Struktur der Robotersysteme als auch im Bereich der Antriebstechnik und der Steuerung. Unsere Gruppe ist es grundsätzlich gewöhnt, digital zu arbeiten. Ein Großteil unserer Arbeit spielt sich am PC ab, natürlich. Es geht um Simulation, es geht um Konstruktion. Das heißt, für uns haben sich die Randbedingungen gar nicht so fundamental geändert. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich durch die Corona-Krise im Bereich Digitalisierung und kollaborativem Arbeiten große Fortschritte notgedrungen gemacht und haben diesen Prozess, den wir jetzt durchlaufen mussten, durch die Corona-Krise als sehr positiv wahrgenommen. Mit den neuen Arbeitskonzepten, mit den neuen Bedingungen umzugehen und sehen der Zukunft eigentlich sehr positiv entgegen, auch in Zukunft, wenn sich solche Situationen nochmal ergeben sollten, wirklich gerüstet zu sein. In diesem Jahr sind zwei sehr wichtige Projekte für uns gestartet. Wir sind ja sehr behaftet oder sehr orientiert in die maritime Industrie. Wir haben zwei so große PTJ-Projekte gestartet. Das eine ist das Projekt Marcom, das wir mit unserem langjährigen Partner der MMG GmbH in Waren zusammen machen. Das ist ein PTJ-Projekt. Da geht es um die generative Fertigung maritimer Komponenten. Da fertigen wir mit Robotersystemen und in einem Auftragsschweißprozess große maritime Komponenten. Das ist eins unserer Schlüsselprojekte, auch interdisziplinär im ganzen Institut läuft das ab. Das zweite Projekt ist das Projekt Introbus, Entwicklung modularer Konzept für Schweißroboter im Schiffbau. Auch das ist ein maritimes Projekt, was wir auch mit einem langjährigen Partner der IMG GmbH hier in Rostock unternehmen. Und wir werden uns die nächsten Jahre dort mit Konzepten, Roboterkonzepten für die Fertigung im Schiffbau werden wir uns auseinandersetzen. Im Rahmen eines weiteren Projektes wurden zwei Roboter entwickelt, ein Bolzensetz- und ein Bolzensteckroboter. Beide Systeme werden zum Patent angemeldet durch uns und wir hoffen, dass wir da in den Jahren vielleicht Lizenzen oder anders partizipieren können an den Entwicklungen, die wir dort gemacht haben. Wir in der Automatisierungstechnik haben einen speziellen Zugang zum Thema Automatisierung. Wir haben immer den Bezug zu Großstrukturen, zu der Fertigung von Großstrukturen, oft auch im maritimen Bereich. Das heißt, wir befassen uns im Wesentlichen damit, wie schaffen wir es in Bereichen, die noch nicht oder wenig automatisiert sind, in der Fertigung von Großstrukturen Automatisierungskonzepte umzusetzen. Und oft geht es dann darum, Robotersysteme dort zum Einsatz zu bringen. Da haben wir unterschiedliche Konzepte. Ein Konzept ist eben, sehr große Robotersysteme zu bauen, um mit diesen großen Strukturen umzugehen. Das nächste Konzept ist, kleine Robotersysteme zu nehmen und zum Produkt zu bringen und mit denen dort zu arbeiten. Und dann müssen wir natürlich den ganzen Teil Sensorik, Programmierung auch noch abdecken. Die wesentlichen Trends, die wir im Moment beobachten und die wir auch aufgreifen werden bzw. schon aufgegriffen haben in der Vergangenheit, sind Mensch-Roboter-Kollaboration, kollaborative Konzepte. Da geht es eben darum, dass was bei Großstrukturen eigentlich zwangsläufig so sein muss, wo der Mensch mit dem Roboter zusammen im Arbeitsraum arbeitet. Das hat natürlich sicherheitsspezifische Fragestellungen, die wir dort bearbeiten müssen. Das ist ein Trend, den wir im Schiffbau zum Beispiel einbringen wollen.
Dann ist das nächste Thema ist mobile Robotik, ja? Also dass wir die Robotersysteme mobil machen und in diesen unstrukturierten Umgebungen mit diesen Systemen eben auch zum Objekt fahren können. Und das nächste große Thema ist künstliche Intelligenz. Es ist auch kein Trendthema mehr in dem Sinne, sondern schon sehr weitgreifend im Einsatz. Aber im Bereich der Fertigung, so wie wir es machen, in Schweißprozessen, können wir da trotzdem noch, so denken wir, sehr viel erreichen und werden dort auch in den nächsten Jahren unseren Fokus drauf legen. Ja, wir haben auf der Hardware-Seite investiert. Wir haben unser großes Bügelportal, mit dem wir Entwicklungen im Bereich Schiffbau machen, Panelfertigung. Da haben wir einen neuen Schweißroboter angebaut, einen hochmodernen Schweißroboter, und haben auch eine komplett neue Schweißanlage, in eine neue Schweißanlage investiert. Dann haben wir eine neue 3D-Kamera, die wir am Roboter direkt verwenden wollen, was wir bisher in der Form noch nicht gemacht haben. Wir haben die Software SKM DECAM beschafft. Das ist eine Offline-Programmierumgebung, mit der können wir insbesondere im Bereich generative Fertigung neue Programme erstellen und hoffen auch im Bereich Schweißtechnik mit diesem Programm neue Felder, neue Möglichkeiten zu erschließen.